Der nächste Tagesordnungspunkt hier dreht sich um die sogenannte Stiftung Forum Recht bzw. deren Gründung. Das ist ja hier schon in der vergangenen Woche ein Thema gewesen im Bundestag. Heute also die zweite und dritte Beratung dieses Gesetzentwurfs, der aus den Fraktionen der Union, der SPD, der FDP und auch der Grünen kommt. Eine Verständigung mit den Linken hat hier nicht geklappt und mit der AfD auch nicht. Also liegt jetzt hier der Gesetzentwurf der vier Fraktionen aus der Mitte des Parlaments auf dem Tisch, obwohl die Linken generell mit dem Projekt durchaus einverstanden sind. Es geht im Großen und Ganzen um eine Kommunikations-, Informations- und Dokumentationsforum zum Thema Recht, Rechtsstaat, Geschichte des Rechts. Das Ganze soll angesiedelt sein in erster Linie in Karlsruhe, das ist ja die Stadt des Rechts in Deutschland ist. Es soll aber auch eine Dependance in Leipzig geben. Der erste Redner in der Debatte ist Johannes Fechner. Er ist der rechtspolitische Sprecher der SPD-Fraktion. Wenn wir heute das Stiftungsgesetz für das Forum Recht beschließen, dann reiht sich das ein in eine ganze Reihe von Maßnahmen, die wir für einen starken und einen modernen Rechtsstaat in Deutschland beschlossen haben und die wir uns für die Zukunft auch vorgenommen haben. Mit dem Pakt für den Rechtsstaat stellen wir mit Bundesmitteln 2000 zusätzliche Richter und Staatsanwälte ein. Wir werden die technische Ausstattung bei den Gerichten verbessern und etwa mit der Reform der Strafprozessordnung werden wir für schnellere und effektivere Prozesse sorgen. Sie sehen, wir tun wirklich eine Menge dafür, dass wir in Deutschland auch weiterhin einen modernen und einen starken Rechtsstaat haben werden, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es kommt aber auch gerade darauf an, die Vorteile des Rechtsstaates den Bürgerinnen und Bürgern zu vermitteln. Und genau das ist der Sinn des Forum Rechts, einen Ort zu schaffen, in der sich alle Bürgerinnen und Bürger über den Rechtsstaat informieren können und wo er erlebbar wird. Ein Zentrum, das den Rechtsstaat in die Republik trägt und der eben nicht nur bloßes Museum ist. Das Forum Recht wird dabei kein klassisches Museum, sondern eine spannende Einrichtung, in der nicht nur dokumentiert, sondern von der aus auch kommuniziert und informiert wird. Eben der Rechtsstaat erlebbar wird und für ihn geworben wird. Das Forum Recht soll dabei ein Botschafter unseres Rechtsstaates und unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung sein und das Bewusstsein der Gesellschaft für unseren Rechtsstaat stärken. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, denn gerade in Zeiten, in denen es auch in Deutschland antirechtsstaatliche Tendenzen gibt, und das sollte uns dann auch in den Haushaltsberatungen einen zweistelligen Millionenbetrag wert sein, dass wir dann dort beschließen können, liebe Kolleginnen und Kollegen. Erfreulich ist, dass die Ost-West-Diskussion, die wir hier einige Wochen lang ja hatten bei diesem Thema, dass die vom Tisch ist. Im Stiftungsgesetz, da bekennen wir uns ganz klar auch zu einem Standort in Leipzig. Und das halte ich für wichtig, denn das Werben für den Rechtsstaat, das ist eine gesamtdeutsche Aufgabe. Und deswegen ist es gut, dass wir ganz klar sagen, Karlsruhe und Leipzig werden einen Standort bekommen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn gerade vor 30 Jahren haben uns die Bürger in Ostdeutschland ja gezeigt, dass es sich für einen Rechtsstaat zu kämpfen lohnt. Die Menschen, die in den neuen Bundesländern auf die Straße gegangen sind gegen das DDR-Unrechtsregime, die haben für einen Rechtsstaat gekämpft. Daran sollten wir uns immer wieder erinnern und stolz darauf sein, dass wir in einer freiheitlich-demokratischen Grundordnung und einem funktionierenden Rechtsstaat leben, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wichtig ist mir, dass die beiden Standorte nicht gegeneinander ausgespielt werden. In Karlsruhe ist man von den Planungen und von der Entwicklung schon sehr weit, in Leipzig verständlicherweise noch nicht. Deswegen sollten wir dafür sorgen, dass Karlsruhe nicht ausgebremst wird und Leipzig weiterhin unterstützt wird. Ich freue mich, dass es sowohl in Karlsruhe als auch in Leipzig sehr gut vorangeht, dass die Planungen dort auf Hochtouren laufen. Und deshalb halte ich es durchaus für realistisch, dass unser sehr optimistisch in der Gesetzesbegründung anvisiertes Ziel 2026, die Einrichtung zu eröffnen, durchaus realistisch ist. Das wäre ein ganz starkes Zeichen für unseren Rechtsstaat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und jetzt gab es in den letzten Tagen, ja, man kann schon fast sagen Stunden, den Wunsch, noch an den Sitzen in den Gremien etwas zu ändern. Ich habe großes Verständnis dafür. Es waren gute Argumente, die etwa der DGB oder die Sozialrichter vorgebracht haben. Wir wären dafür offen gewesen. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen,
Wir hatten uns vor kurzer Zeit einvernehmlich, Linke, Union, FDP, Grüne und natürlich auch die SPD, auf dieses Gesetz geeinigt. Wir haben gesagt, so wollen wir es machen, so wollen wir die Sitze in den Gremien aufteilen. Und das jetzt noch mal aufzumachen, hätte die große Gefahr beinhaltet, dass wir erst im Sommer oder, wenn es dumm gelaufen wäre, erst im Herbst das Stiftungsgesetz hätten beschließen können. Aber das wollen wir jetzt machen. Wir brauchen diese Einrichtung. Reden wir nicht immer nur von einem starken Rechtsstaat, sondern beschließen wir mit dem Forum Recht ein ganz starkes Zeichen für unseren modernen Rechtsstaat in Deutschland. Vielen Dank. Der Kollege Thomas Seitz ist der nächste Redner für die Fraktion der AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Eigentlich wurde von unserer Seite das Wichtigste zu diesem Propagandamuseum und der dazugehörigen Stiftung bereits im Oktober letzten Jahres und vergangenen Freitag an dieser Stelle gesagt. Dieses Projekt ist schlicht und ergreifend unnötig, denn es ist zum einen eine Verschwendung von Steuergeld und zum zweiten ist es darauf angelegt, politisch missbraucht zu werden. Sie sprechen in Ihrem Gesetzentwurf von Anfeindungen gegen die Rechtsstaatlichkeit und meinen damit doch in Wahrheit nur die Wahlerfolge der AfD, durch die Ihre Pfründe an den Futtertrögen des Politikbetriebs in Gefahr sind. Und ich verspreche Ihnen, dass zu den bereits verlorenen Mandaten noch viele weitere dazukommen werden. Sie sprechen von Forschung und Dokumentation und meinen damit doch in Wahrheit die Uminterpretation des Rechts und der Rechtsgeschichte im Sinne einer kulturmarxistischen Ideologie. Sie, die SPD, sprechen in der Beschlussempfehlung von der Notwendigkeit eines schlanken Entscheidungsgremiums bei diesem Projekt und meinen damit wohl die Sicherstellung ideologischer Linientreue. Wie man hört, soll Ihre Frau Nahles darin ja eine Expertin sein. Und wenn der Herr Notz was sagen will, soll er sich einfach hier melden. Meine Damen und Herren, ja, die Rechtsstaatlichkeit Deutschlands wird angegriffen. Der Gleichheitssatz des Grundgesetzes ist unter Dauerbeschuss durch den zeitgeistigen Gleichstellungswahn. Statt Rechtsgleichheit haben wir Gender Mainstreaming und staatlich verordnete Bevorzugung von Migranten. Die freie Meinungsäußerung, vor allem im Internet, also in der Gegenöffentlichkeit zum herrschenden Mainstream, wird immer stärker beschnitten. Und vom natürlichen Recht der Eltern auf Erziehung ihrer Kinder und dem Schutz von Ehe und Familie reden wir besser gar nicht, denn beides ist praktisch Vergangenheit. Staatlich geförderte Antifa-Trupps sind sehr erfolgreich dabei, die Versammlungsfreiheit und das Recht auf körperliche Unversehrtheit Andersdenkender einzuschränken. Herr Kollege, gestanden sei eine Zwischenfrage des Kollegen Mawassad. Aber gerne. Bitte schön. Herr Seitz, Sie reden hier viel vom Schutz des Rechtsstaates. Was sagen Sie eigentlich zu den diversen Spendenskandalen der AfD, mit der Sie ja auch die Chancengleichheit der anderen politischen Parteien gefährdet haben, den Rechtsstaat missachtet haben, indem Sie diese Spendengelder angenommen haben? Sie stellen sich hier hin und tun so, als ob Sie der Verteidiger des Rechtsstaates sind, und in der politischen Praxis verletzen Sie die Regeln, die für die Parteien gelten. Herr Mawassad, ich selbst stehe für eine absolute Aufklärung dieser Vorgänge. Diese Vorgänge sind alle nicht abgeschlossene Sachverhalte. Darüber wird entschieden werden. Gegebenenfalls werden die Gerichte darüber entscheiden. Und selbstverständlich ist es richtig, wenn es ein Fehlverhalten gab, dass dann auch die dafür vorgesehenen Sanktionen verhängt werden. Das ist Rechtsstaat. Und wir wollen uns davor nicht drücken, sondern wo es Fehler gab, müssen eben die Konsequenzen getragen werden. Nur erwähnt sei aber, wir haben kein Parteivermögen einer diktatorischen Partei vereinnahmt. Wir hatten keine Geldkoffer, sondern es ging um Zahlungen, die zum großen Teil nach einer gewissen Zeit wieder zurücküberwiesen wurden. Ich darf fortsetzen. Danke, Herr Präsident. Ein politisch noch nicht vollständig verwirklichtes, faktisch jedoch etabliertes Recht auf Abtreibung negiert das Recht auf Leben und tötet aktuell jedes Jahr in Deutschland um die 100.000 ungeborene Kinder. Die Reaktion der Öffentlichkeit hierauf besteht im Wesentlichen aus Schweigen, während um Flüchtlinge auf dem Mittelmeer ein Bohai gemacht wird. Zur Klarstellung: Es geht mir nicht um die Bewertung des Todes von Menschen,
Es geht mir um den Umgang unserer Gesellschaft damit. Und nüchtern muss man einfach feststellen, dass dort auf dem Mittelmeer im Verlauf von 5 Jahren weniger Menschen gestorben sind, als in Deutschland unschuldige Kinder im Verlauf von lediglich 2,5 Monaten im Mutterleib ermordet werden. Herr Kollege, der Kollege von Notz hätte gerne eine Zwischenfrage gestellt. Wenn ich danach länger hetzen darf, gerne. Jetzt müsst ihr neutral gucken. Herr Kollege Seitz, vielen Dank für das Zulassen der Zwischenfrage. Vielleicht könnten Sie diese ganzen AfD-Versatzbausteine in Ihrer Rede mal weglassen und zum Thema reden, denn wir reden hier über das Forum Recht. Und das mich interessiert ganz ernsthaft, wirklich, Herr Seitz, nehmen Sie es mal ernst, mich interessiert, was Sie als gewählter Abgeordneter zum Forum Recht sagen und nicht jetzt hier irgendwie Mittelmeer und Flüchtlinge, immer dieselben Bausteine, das hilft niemandem weiter. Sprechen Sie mal zum Thema. Vielen Dank. Herr Notz, auch Sie dürfen stehen bleiben, wie es dem parlamentarischen Brauch entspricht. Vielen Dank. Und selbstverständlich, wenn Sie aufgepasst hätten, ich spreche die ganze Zeit zum Thema. Bereits eingangs sagte ich, dieses ganze Projekt ist überflüssig. Es ist Verschwendung von Steuergeldern. Und ich werde auch nachher noch mal wiederholen, was ich Ihnen bereits im vergangenen Jahr gesagt habe. Es geht nicht darum, den Rechtsstaat in einem Museum auszustellen. Es geht darum, den Rechtsstaat zu leben und zu praktizieren. Und zwar in der Realität und nicht in einer Vitrine. Danke. Jetzt dürfen Sie sich setzen. Das Asylrecht wird faktisch zu einem jeder darf rein und dann auch bleiben pervertiert. Die Grundpfeiler unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, voran Gewaltenteilung und Volkssouveränität, werden durch immer weitergehende internationale Verpflichtungen, insbesondere im Rahmen der Europäischen Union, ausgehöhlt. Also ja, der Rechtsstaat wird attackiert, und zwar von Ihnen. Und weil Sie es sind, die den Rechtsstaat angreifen, ist auch ganz klar, dass das sogenannte Forum Recht nicht dazu dienen wird, die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland durch Aufklärungsarbeit zu schützen. Dieses Projekt dient vielmehr dazu, Ihre Angriffe auf die Rechtsstaatlichkeit ideologisch zu verschleiern. Ich wiederhole, was ich im Oktober bereits gesagt habe. Der Rechtsstaat gehört nicht in ein Museum, sondern er muss gelebt und praktiziert werden. Hören Sie auf mit der Ideologisierung des Rechts. Hören Sie auf mit der Beschickung des Bundesverfassungsgerichts mit Berufspolitikern oder Berufsfeministinnen wie einer Frau Beer. Hören Sie auf mit der Stigmatisierung vermeintlich falscher Gesinnungen. Und sorgen Sie stattdessen dafür, dass Rechtsgutverletzungen konsequent und angemessen verfolgt werden. Und wenn abgehalfterte Ex-Ministerinnen etwas zu sagen haben, melden Sie sich doch bitte. Stellen Sie die Haushaltsmittel, die Sie in Ihr Museum und die Versorgungsposten für Gesinnungsfreunde stecken wollen, doch einfach der Strafjustiz zur Verfügung. Denn diese hat es nötiger denn je, und ich gebe Ihnen da gerne auch Nachhilfeunterricht, wo es klemmt. Wir als AfD-Fraktion lehnen diesen Gesetzentwurf wie auch die Beschlussempfehlung ab und werden genau verfolgen, wie sich Ihre schön gerechnete Kostenprognose entwickeln wird. Zum Glück geht es nicht um einen Flughafen, sondern nur um ein Museum. Vielen Dank. Ja, vielleicht sollte man das bei dieser Stelle und an dieser Gelegenheit noch mal sagen. Es ist kein Museum geplant mit. Unerträglicherweise beleidigt persönlich. Ich rüge das ausdrücklich. Und erteile das Wort dem Kollegen Ingo Wellenreuther für die CDU-CSU-Fraktion. So, und das müssen wir jetzt noch schnell nachliefern. Eine Rüge des Bundestagsvizepräsidenten Friedrich an Thomas Seitz, weil er von einer abgehalfterten Ex-Ministerin gesprochen hat. Das hat der Bundestagsvizepräsident jetzt hier doch nicht durchgehen lassen. Und vielleicht müssen wir 2 Punkte trotzdem jetzt noch mal schnell erwähnen, nämlich, dass die Stiftung Forum Recht eben kein Museum sein soll, wie Thomas Seitz eben gesagt hat, sondern ein Kommunikations-, Informations- und Dokumentationsforum, wo es natürlich irgendwie zurück Bezug genommen wird auf das, was bislang in Sachen Recht und Gesetz und Rechtsstaat stattgefunden hat, wo aber auch über die Aktualität und über aktuelle Entwicklungen dieses Rechtsstaats und des Rechts diskutiert werden sollen. Und jetzt kommen wir zu Ingo Wellenreuther aus der Unionsfraktion. Nämlich den Menschen deutlich zu machen, dass ein Leben in Freiheit und in einem vereinten, friedlichen Europa nur möglich ist, wenn es einen funktionierenden Rechtsstaat als notwendige Basis für eine stabile Demokratie gibt. Und es ist denjenigen in Karlsruhe nicht hoch genug anzurechnen, dass sie dieses Ziel nicht aus den Augen verloren
und damit die Grundlage dafür gesetzt haben, dass mit maßgeblicher Unterstützung des Bundesverfassungsgerichtes, des Bundesgerichtshofes und des Generalbundesanwaltes vor 3 Jahren dieses Projekt den Bundestag erreichen konnte. Und wir Berichterstatter haben dann unsere Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss begeistern können und Mehrheiten organisiert, um Geld zur Verfügung zu stellen, damit eine Machbarkeitsstudie für ein Forum Recht in Auftrag gegeben werden konnte. Und diese Studie hat dann in beeindruckender Weise belegt, dass es inzwischen einen großen Bedarf gibt, in ein Dokumentations-, Informations- und Diskussionszentrum den Rechtsstaat und das Recht als Grundpfeiler der Demokratie für jeden in Deutschland erlebbar zu machen. Und nach weiteren wichtigen Zwischenschritten, es war die Aufnahme in den Koalitionsvertrag, der Grundsatzbeschluss im letzten Oktober, 2 große Symposien in Karlsruhe letztes Jahr mit vielen Experten aus ganz Deutschland, kommen wir heute einen ganz entscheidenden Schritt weiter, um das Forum Recht arbeitsfähig zu machen, nämlich die Verabschiedung eines Stiftungsgesetzes für eine bundesunmittelbare Stiftung Forum Recht mit Sitz in Karlsruhe. Und damit setzt der Deutsche Bundestag einen guten rechtlichen Rahmen für dieses überragende Parlamentsprojekt. Es freut mich besonders, dass fast alle Fraktionen des Hauses mit Ausnahme der AfD dieses Projekt auch mittragen und es auch aktiv gefördert haben. Und es ist auch gelungen, das finde ich auch besonders wichtig, dass im Deutschen Bundestag aus eigener Sachkompetenz heraus ein praktikables Stiftungsgesetz formuliert werden konnte und den vorgelegten Entwurf des Justizministeriums, der noch wesentlich verbessert werden konnte. Vernünftig war, eine schlanke Organstruktur festzulegen. Das Kuratorium mit 22 Mitgliedern ist das Leitungs- und Entscheidungsorgan der Stiftung. Durch die paritätische Besetzung mit 11 Abgeordneten wird deutlich, dass das Forum Recht ein Projekt des Parlaments und nicht eines der Regierung ist. Im Kuratorium finden außerdem Vertreter der Bundesministerium der Justiz und des Inneren, der obersten Gerichtsbarkeit, des Generalbundesanwaltes, der Landesjustizverwaltungen, der Anwaltschaft und Vertreter der Städte Leipzig und Karlsruhe ihren Platz. Zudem ist der Stiftungsbeirat durch die jeweilige Vorsitzende oder Vorsitzenden vertreten. Und eine weitere Ausdehnung, Herr Fechner, Sie haben es angesprochen, hätte die Handlungsfähigkeit des Kuratoriums in Frage gestellt. Wichtig war, dass im Stiftungsbeirat, das ist das beratende Gremium aus Wissenschaftlern und aus Repräsentanten der Zivilgesellschaft, der Förderverein Forum Recht e.V. Sitz und Stimme hat und damit das besondere Engagement der aktiven Ideengeber aus Karlsruhe gewürdigt wurde. Außerdem sind im Stiftungsbeirat wichtige Berufsverbände mit einer besonderen Beziehung zum Thema Recht und als Repräsentanten der Zivilgesellschaft systematisch richtig aufgehoben. Weitere Mitglieder werden noch durch das Kuratorium gewählt werden. Und dabei, Frau Keul, kommen auch Organisationen, die sich für Recht, Rechtsstaat, Demokratie und Menschenrechte einsetzen, in Betracht. Sinnvoll war, für die Stiftung nur einen Direktor oder eine Direktorin vorzusehen. Für die inhaltliche und konzeptionelle Arbeit der Stiftung muss eine kreative Persönlichkeit von internationalem Ruf gefunden werden, die durch einen stellvertretenden Verwaltungsdirektor unterstützt wird. Und damit wird gewährleistet, dass in wesentlichen Fragen keine Pattsituation entstehen kann, die bei einer gleichberechtigten Doppelspitze zu befürchten war. Außerdem war es zielführend, vielen Dank. Außerdem war es zielführend, mit dem Stiftungsbeirat nur ein Beratungsgremium zu installieren und davon abzusehen, zusätzlich einen Arbeitskreis gesellschaftlicher Gruppen einzurichten, weil dies auch die Arbeitsfähigkeit der Stiftung stark eingeschränkt hätte. Entscheidend aber für den Erfolg des Projektes wird in Zukunft sein, dass ausreichend Finanzmittel aus dem Bundeshaushalt zur Verfügung gestellt werden. Und wohltuend sind insoweit die Rückmeldungen aus dem Haushaltsausschuss und die entsprechenden Finanzierungszusagen. Die Machbarkeitsstudie hat nämlich belegt, dass in Karlsruhe für den Bau des Forum Recht auf dem Gelände des Bundesgerichtshofes ein Betrag von 70 Millionen benötigt werden. Dies wurde von den Haushältern ausdrücklich zugesagt und stand ja auch ursprünglich bereits schon in der Gesetzesbegründung. Nachdem es jetzt aber nicht nur einen Sitz des Forum Recht in Karlsruhe gibt, sondern mit Leipzig spät noch ein Standort dazugekommen ist, müssen dafür zusätzlich Gelder bereitgestellt werden. Nach einer vorläufigen Berechnung sollen dies 45 Millionen Euro sein. Und damit man sich nicht zu früh begrenzt, ist die Formulierung eines jeweils mittleren zweistelligen Millionenbetrages in die Begründung des Stiftungsgesetzes aufgenommen worden. Klar ist aber, dass das noch vorzulegende Realisierungskonzept der Bundesregierung die bisherigen Planungen im vollen Umfang auch berücksichtigen muss. In der Summe geht es also um ca. 120 Millionen Euro als einmaliger Erfüllungsaufwand für dieses großartige
Projekt, gut angelegtes Geld, wie ich meine, um die Gebäude zu errichten, um unter anderem darin den Rechtsstaat erlebbar zu machen. Außerdem werden aber natürlich auch später dann zahlreiche Formate umgesetzt, die dann bundesweit und im virtuellen Raum den Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit geben, sich aktiv einzubringen und dadurch einen intensiven Bezug zum Rechtsstaat in Deutschland zu erfahren. Für diesen laufenden Erfüllungsaufwand sind dann die jeweiligen Kosten dankenswerterweise bereits jetzt gesetzlich abgesichert. So, und für diejenigen, die es noch nicht gehört haben, für den Sitz des Forum Recht konnte kein besserer Ort als Karlsruhe gefunden werden. Nicht nur deshalb, weil die Idee aus Karlsruhe kam, sondern weil Karlsruhe als Residenz des Rechts mit dem Verfassungsgericht, dem Bundesgerichtshof und der Bundesanwaltschaft der Place to be ist, wenn es in Deutschland um Recht, Rechtsstaat und Gerechtigkeit geht und weil Karlsruhe mit dem ersten eigenständigen Parlamentsgebäude auf deutschem Boden und der Badischen Verfassung von 1818 als Wiege der Demokratie gilt. Und mit einem Standort in Leipzig erfährt das Forum Recht jetzt eine räumliche Ausdehnung und eine Unterstützung. Und ich bin sicher, dass sich auch dort bald ein Förderverein etablieren kann, der von der jahrelangen Vorarbeit der Initiatoren in Karlsruhe profitieren wird. Wichtig, und auch das wurde schon angesprochen, erscheint mir, dass insoweit eine konstruktive Zusammenarbeit stattfindet und nicht mit kleinem Karo die Urheberschaft des Projekts infrage gestellt wird. So, und aus allen genannten Gründen werden wir als Union dem vorgelegten Stiftungsgesetz mit großer Freude zustimmen. Als ehemaliger Richter, als Demokrat, als Karlsruher, ich komme zum Ende, mache ich das besonders gerne und sehe schon jetzt voller Vorfreude der Realisierung des Projekts entgegen. Es wird ein Vorzeigeprojekt für Deutschland und für unsere Demokratie werden, das hervorragend geeignet ist, das Vertrauen in den Rechtsstaat zu stärken. Vielen Dank. Der Kollege Dr. Abschließende Beratung des Deutschen Bundestages über einen Gesetzentwurf zur Gründung der Stiftung Forum Recht und in dieser Beratung jetzt Stefan Ruppert für die FDP-Fraktion. Ich musste eben an den Rat meiner 97-jährigen Großmutter denken, die mir sagte, wenn dir ein Unflat begegnet und Vulgärsprache pflegt, dann halte dich mit bürgerlicher Erziehung vornehm zurück. Du kannst nicht die gleichen Mittel im Kampf gegen diese Diktionen verwenden, weil du dich auf ein ähnliches Niveau begeben würdest. Insofern wünsche ich der Rede von Herrn Seitz viele Zuhörer, und die sollen sich mal darüber ein Bild machen, wie sie hier, in welcher Sprache und welcher mangelnden Erziehung sie eigentlich an diesem Pult sprechen. Ein Anliegen ist es mir schon, weil sie nicht hier sein kann, Frau Beer zu verteidigen. Sie ist eben eine arrivierte Staatsrechtlerin. Und Sie mögen nicht Ihre Positionen alle teilen. Ich tue das auch nicht. Aber ein Bundesverfassungsgericht lebt davon, dass es von pluralen Meinungen besetzt ist. Und insofern auch das ist, glaube ich, etwas, was man im Rechtsstaat erst noch verstehen muss, bevor man es dann vielleicht auch mal vertreten kann. Die dritte Bemerkung ist, mein Dank gilt wirklich all jenen hier im Parlament, im Bundesjustizministerium, aber auch der Zivilgesellschaft, dem Verein um Ulrich Eidenmüller und anderen, die sich dafür eingesetzt hat, dass Recht sichtbar wird, dass Diskurs, dass auch vielleicht Unrecht sichtbar wird und wir darüber reden können, welche wichtige Rolle das Recht in unserer Gewaltenteilung und in unserer Demokratie spielt. Es gibt eben kein demokratischen Staat ohne rechtsstaatliche Grundlage. Und das können wir dort sichtbar machen. Wir können auch die Zumutungen, die es bisweilen auch zu ertragen gilt, wenn man sein Recht bekommen will, sichtbar machen. Und wir können einen Diskurs darüber anregen, wie in Deutschland Recht gepflegt wird. Insofern ein wirklich wunderbarer Tag heute, dass wir das gesamtparlamentarisch auf den Weg gebracht haben. Ein wichtiges Anliegen ist mir noch, zu sagen, es gibt keinen Grund zu zögern. In Karlsruhe sind unglaublich viele Vorarbeiten geleistet worden. Man steht in den Startlöchern. Ich freue mich darüber, dass jetzt auch in Leipzig sich bürgerschaftliches Engagement und Initiative bildet, dass man sich dort auch Gedanken macht. Und man wird dann sicherlich auch zu tragfähigen Konzepten kommen. Es gibt aber, wie gesagt, keinen Grund, jetzt zu zögern. Wir können in Karlsruhe unmittelbar beginnen und in Leipzig dann in nicht allzu langer Ferne fortsetzen. Es ist ein gemeinsames Dach, das wir hier errichten. Und unter diesem Dach sind zwei Rechtsstaatorte gut geborgen. Einmal der Standort Leipzig mit der Tradition des Reichsgerichts und heutiger Gerichte und auf der anderen Seite Karlsruhe. Ich glaube, das ist kein Gegen, sondern ein Miteinander. Und wir sollten in Karlsruhe zügig anfangen. Die vielleicht letzte Bemerkung
betrifft die Beteiligung anderer Gruppen. Es ist eben ein Konsens, der hier entsteht. Ich finde schon, dass es ein berechtigtes Interesse der Anwaltschaft, des Deutschen Anwaltsvereins, auch des Richterbunds gibt. Vielleicht hätte man sich auch vorstellen können, nach meiner Vorstellung zumindest, eine rollierende Beteiligung der Präsidentinnen und Präsidenten oberster Gerichte. Vielleicht denken wir da einfach noch mal drüber nach und gucken im weiteren Vollzug und im guten Konsens. Heute haben wir es konsensual auf den Weg gebracht. Insofern will ich mich da auch nicht von distanzieren. Aber ich glaube, wir können es vielleicht in einem späteren Verfahrensgang noch etwas valider machen und die Beteiligung eher verbreitern, ohne die Effizienz der Entscheidungsfindungen zu gefährden. Am Ende also ein Feiertag des Rechts, den wir heute begehen können, ein Startpunkt für eine positive Entwicklung. Herzlichen Dank allen, die daran mitgewirkt haben. Stefan Ruppert für die FDP-Fraktion und ihm folgt jetzt Friedrich Streitmanns aus der Linksfraktion und da ist er rechtspolitischer Sprecher. Und es geht nach wie vor um die Stiftung Forum Recht. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, meine Fraktion hat, wie mein Kollege Movas hat in der vergangenen Woche schon angemerkt hat, diesen Gesetzentwurf intensiv begleitet. Auch ich möchte noch einmal darauf hinweisen, dass wir das Projekt und seine Zielrichtung durchaus begrüßen und wir hätten den Antrag wahrscheinlich auch mitgezeichnet. Die Befindlichkeiten der Unionsfraktion haben mal wieder überwogen, schwamm drüber. Wir kennen dieses Spiel ja bereits. Vielleicht wird es ja dem einen oder anderen bei Ihnen irgendwann einmal langweilig damit. Wir begrüßen, dass der Entwurf auch von uns geforderte Punkte wie den Standort Leipzig nunmehr enthält. Schade ist, dass die Gremien der geplanten Stiftung nicht die gesellschaftlichen Akteure in dem Maße repräsentieren, wie es möglich gewesen wäre, wie wir es im Ausschuss auch beantragt haben. Wir werden dennoch diesem Vorschlag unsere Zustimmung geben. Allerdings komme ich nicht umhin, Ihnen, meine Damen und Herren der Regierungskoalition, grundsätzliche Überlegungen mit ins Wochenende zu geben. In der Begründung des Entwurfs führen Sie aus, im Jahr 1949 gaben sich die Deutschen ein vorbildliches Rechtssystem und ein Grundgesetz, in dem die Grundrechte alle Staatsgewalt als unmittelbar geltendes Recht binden. Das heute zu schaffende Forum Recht soll dazu beitragen, dieses Rechtssystem in der Gesellschaft besser zu verankern, sodass es nicht als Selbstverständlichkeit wahrgenommen wird. Das ist, wie gesagt, ein ehrenwertes Ziel. Das Rechtssystem der Bundesrepublik ist allerdings nicht nur in Gefahr, für selbstverständlich gehalten zu werden. Es ist Angriffen von ganz rechts ausgesetzt und, ich muss es so deutlich sagen, auch von dieser Regierung. Trauriger Spitzenreiter bei diesen Angriffen ist Bundesinnenminister Horst Seehofer. Ich sage das hier, weil mich sein jüngster Vorstoß zum Staatsangehörigkeitsrecht wirklich betroffen macht. Als das Grundgesetz 1949 aus der Taufe gehoben wurde, herrschte große Einigkeit, dass Deutschland aus Verantwortung für Verbrechen und Krieg in der Zeit der Herrschaft der Nationalsozialisten eben Verantwortung übernehmen soll. Das Grundgesetz enthielt daher einige klare Grundsätze. Politisch Verfolgte genießen Asylrecht zum Beispiel. Jedenfalls bevor diesem 1993 mit dem sogenannten Asylkompromiss ein längeres oder halt auch nicht hinzugefügt wurde. Ein weiterer solcher Grundsatz lautet, die deutsche Staatsbürgerschaft darf nicht entzogen werden, so steht es in Artikel 16. Doch genau das plant der Bundesinnenminister bereits und hat laut Presseberichterstattung mit der Bundesministerin der Justiz einen Kompromiss erzielt. Das sind Beispiele und zwischen ihnen besteht ein Zusammenhang. Die Bundesrepublik verabschiedet sich häppchenweise von ihrer historischen Verantwortung, die sie 1949 aus guten Gründen auf sich nahm. Für politisch Verfolgte schob sie die Verantwortung zunächst den europäischen Staaten an den Außengrenzen zu. Mittlerweile ist man schon so weit, nicht nur Autokraten wie Erdogan die Aufgabe zu übertragen, Menschen auf der Flucht von Deutschland fernzuhalten, sondern sogar libyschen Foltermilizen. Beim Entzug der Staatsbürgerschaft verhält es sich ähnlich. Nach Ihrem Wunsch sollen sich doch einfach andere Staaten mit den Dschihadisten herumschlagen, anstatt, wie es unsere Rechtsordnung gebietet, die Strafverfolgungsbehörden der Bundesrepublik. Solche Angriffe schaden der rechtsstaatlichen Ordnung in weit größerem Maße als das schwindende Interesse in der Bevölkerung an ihr. Und auch ein wohlgemeintes, gut organisiertes Forum kann diese Schäden auf Dauer nicht auffangen. Meine Fraktion wird weiterhin diese Angriffe zurückweisen. In diesem Sinne
begrüßen wir die Schaffung eines Forum Recht, auch um die jeweilige Regierung an die Ansprüche unserer Rechtsordnung zu erinnern. Und seien Sie gewiss, mir als Richter ist das ein ganz persönliches Anliegen. Vielen Dank. Friedrich Stratmanns aus der Linksfraktion war der viertletzte Redner. Jetzt kommt Katja Keil aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen und da ist sie rechtspolitische Sprecherin. Ohne den Rechtsstaat wäre die Demokratie nichts weiter als die Diktatur der Mehrheit. Erst ein funktionierender Rechtsstaat macht Freiheit möglich, indem er die Durchsetzung individueller Ansprüche ermöglicht. Dass der demokratische Rechtsstaat auch Zumutungen für uns bereithält, haben wir gerade erlebt, weil er uns abverlangt, dass wir auch Reden wie die des Kollegen Seitz ertragen müssen. Aber ich kann Ihnen versichern, wir halten das aus. Um die Funktionsweisen des Rechtsstaates besser bekannt und erfahrbar zu machen, wollen wir als Bundestag gemeinsam das Forum Recht errichten. Wir gründen dafür eine Stiftung, dessen Kuratorium zur Hälfte aus der Legislative und zur anderen Hälfte aus Repräsentanten der Justiz und der Exekutiven besteht. Wir haben über die Zusammensetzung dieses Kuratoriums einige Runden gedreht, bevor wir uns einig waren. Am Ende war es wie immer ein Kompromiss. Aber auch Kompromisse gehören zum Wesenskern der Demokratie, auch wenn sie häufig zu Unrecht als faul diffamiert werden. Zufrieden bin ich unter anderem damit, dass jetzt auch das Bundesverwaltungsgericht und nicht nur BGH und Verfassungsgericht dort vertreten sind. Gerade die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist ein Erkennungsmerkmal des Rechtsstaats. Vor dem Verwaltungsgericht begegnen sich Bürger und Staat auf Augenhöhe und der Staat muss seine Entscheidungen und Eingriffe rechtfertigen. Ohne Verwaltungsrechtsweg steht der Bürger hilflos vor der Macht des Staates, so wie es vielen Bürgern in der DDR ergangen ist. Ein weiteres Erkennungsmerkmal des Rechtsstaates, wo es um die Begegnung zwischen Staat und Individuum geht, ist das Strafrecht und die Rechtsgarantien für Beschuldigte und Angeklagte. Wenn ich dabei die aktuelle Debatte zur Reform der Strafprozessordnung betrachte und die Rufe nach immer schärferen Strafdrohungen höre, werde ich den Eindruck nicht los, dass das Forum Recht schnellstmöglichst auf den Weg gebracht werden muss und dass ein Besuch desselben auch für Gesetzgeber hilfreich sein könnte. Im Hinblick auf das konstruktive Gesetzgebungsverfahren, das wir hier mit dem Forum gehabt haben, will ich die Kontroverse an dieser Stelle nicht vertiefen. Die Arbeits- und Sozialgerichte und der Bundesfinanzhof sind zweifelsohne genauso zentral für das Funktionieren unseres Rechtsstaates, auch wenn jetzt nur die Standortgerichte in Leipzig und Karlsruhe im Kuratorium vertreten sind. Auf die Rolle des Beirates komme ich gleich noch. Wichtig ist mir, dass am Ende auch die Anwaltschaft immerhin mit einem Vertreter, Vertreterin der Bundesrechtsanwaltskammer im Kuratorium ist. Die Anwaltschaft ist nicht nur Organ der Rechtspflege, sondern sichert gerade den Zugang der Bürgerinnen und Bürger zu ihrem Rechtsstaat. Als Grüne hätten wir uns allerdings auch Vertreterinnen der Zivilgesellschaft im Kuratorium gewünscht, das doch jetzt etwas justizlastig geraten ist. Diese Verbände sollen jetzt stattdessen über den Beirat mitwirken. Das kann so funktionieren, wenn wir ihn richtig zusammensetzen. Im Gesetz haben wir nur wenige ausdrücklich genannt. Gerade der Anwaltsverein hat mit seinem wegweisenden Projekt Anwältinnen und Anwälte in die Schulen vorgemacht, wie man Politikverdrossenheit und Erosion des Rechtsbewusstseins schon bei jungen Menschen entgegenwirken kann. Diese Idee sollte vom Forum unbedingt aufgegriffen und unterstützt werden. Ich möchte außerdem die Gelegenheit hier nutzen, dem Deutschen Anwaltsverein zur Wahl seiner Präsidentin zu gratulieren, der ersten Frau in diesem Amt. Herzlichen Glückwunsch an Edith Kindermann. Zurück zum Beirat. Bei allem Verständnis dafür, dass wir auf weitere namentliche Nennungen im Gesetzestext verzichtet haben, will ich mir den Beirat des Forums Rechtes nicht vorstellen, ohne die Gewerkschaften und Sozialverbände, die Arbeits- und Sozialgerichtsbarkeit, das Institut für Menschenrechte und auch die Verbraucherzentrale. Aber auch Vereine wie Amnesty International oder die Umwelthilfe gehören für uns zu einem Forum Recht dazu. Der Rechtsstaat wird nämlich gerade nicht nur von den Repräsentanten der drei Gewalten garantiert, sondern vielmehr von allen gesellschaftlichen Gruppierungen, die ihn mit Leben füllen, indem sie Interessengegensätze und Konflikte mit rechtsstaatlichen Mitteln austragen. Oder anders formuliert, stellen Sie sich vor, wir haben Gerichte und keiner geht hin. Ich hoffe, das Forum Recht wird einen Beitrag dazu leisten können, das Recht begreifbar zu machen, den Konsens damit zu stärken und vielleicht, wer weiß,
am Ende sogar etwas Begeisterung für den Rechtsstaat zu vermitteln. Doch wie so oft setzen wir hier heute nur den Rahmen für das Projekt. Ab heute liegt es an den Beteiligten, das Forum mit Leben zu füllen und sicherzustellen, dass daraus auf keinen Fall nur ein Museum für Rechtsgeschichte wird. Vielen Dank. Für die SPD-Fraktion hat das Wort die Kollegin. Katja Keul war das für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Und sie war jetzt tatsächlich die drittletzte Rednerin in dieser Debatte zur Stiftung Forum Recht. Und Esther Dilcher folglicherweise die vorletzte. Und sie spricht für die SPD-Fraktion. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verhältnismäßig oft haben wir das Thema Forum Recht jetzt schon hier im Plenum debattiert. Und ich habe mir heute Morgen überlegt, was kannst du noch erzählen, was noch nicht erzählt worden ist. Aber plötzlich ist ja noch einmal Bewegung in diese ganze Aktion gekommen, denn einige von uns haben doch sehr bitterböse Briefe bekommen vom Deutschen Gewerkschaftsbund und von den Bundesrichtern des Sozial-, Arbeits- und der Finanzgerichtsbarkeit. Es ist aber nicht so, dass wir uns in den überparlamentarischen Gesprächen damit nicht beschäftigt hätten, wer denn nun einen Sitz im Kuratorium bekommt. In dem Entscheidungsgremium über den Haushalt der Stiftung und auch über die vorläufige Programmgestaltung. Wie sollte man das ausgestalten? Sollen wir das jetzt noch mal aufrollen? Es ist schon angesprochen worden, der Prozess würde noch mal verzögert. Wir haben uns aber dafür entschieden, ein schlankes Gremium zu gestalten. Und ich denke, 21, vielleicht auch verschiedene Meinungen unter einen Hut zu bringen oder 22, wenn man den Vorsitzenden des Stiftungsbeirats noch oder die Vorsitzende hinzurechnet, wird schon schwierig genug. Das haben ja unsere Debatten schon gezeigt. Und da waren wir wesentlich weniger. Was wäre nämlich, wenn wir das Gremium erweitern würden? Dann müssten wir auch dran denken, Katja Keul hat es auch schon ausgeführt und mir sind auch noch ein paar andere eingefallen, die Gewerkschaften der Polizei, die Verbände der Berufsbetreuer und der Verfahrensbeistände, Opferverbände, Weißer Ring, möglicherweise kämen auch noch Pressevertreter, die juristisch Prozesse begleiten, Professorinnen und Professoren, Studierende und der Rechtswissenschaften. Wir könnten dann auch wieder das Fass aufmachen und den DAV dazu nehmen, die Juristenvereinigung, dass sie alle ins Kuratorium dann noch mit reinkommen. Das wollen wir nicht. Mir ist es aber viel, viel wichtiger, dass die, die jetzt gerne einen Sitz im Kuratorium haben wollen, nicht nur dort sitzen und mitentscheiden, sondern ihre Ideen, die vorhanden sind, einbringen. Und das kann man auch, indem man nicht im Kuratorium sitzt, sondern indem man sich an den Stiftungsbeirat wendet, indem man sich an das Kuratorium wendet, gute Ideen einbringt, vielleicht auch Projekte vorlegt und letztendlich vielleicht auch mit Hand anlegt und bei der Durchführung, bei der Vollziehung, bei der Mitarbeit dann auch dabei ist. Und ich erinnere in diesem Zusammenhang daran, dass gerade aus dem rechten Spektrum, wie ich feststellen muss, die heute sehr mau vertreten sind, obwohl das ja vor anderthalb Jahren noch heißt, man zeige uns mal, wie hier gearbeitet wird, dass wir ihnen entgegnet haben, wir arbeiten nicht durch Sitzen, sondern wir arbeiten mit dem Kopf. Und das, denke ich, ist für das Forum Recht dann auch genauso. Nicht wichtig ist, ob ich im Kuratorium sitze, sondern ob ich letztendlich Hand anlege, ob ich Projekte einbringe, ob ich mitarbeite. Und die Gelegenheit hätten Sie auch gehabt. Wenn Sie sagen, nein, wir lehnen das Projekt ab, hätten Sie ja die Gelegenheit nutzen können und sagen können, jo, wir arbeiten mal mit und zeigen mal, was Rechtsstaat aus unserer Sicht bedeutet. Aber auch dem haben Sie sich verweigert. Und es soll nicht nur, darauf ist auch schon hingewiesen worden, Museum sein. Und das finde ich auch so bitter, dass zeigt mir auch gerade wieder, wie bei Ihnen in der AfD argumentiert wird. Es ist eben nicht nur Museum. Und Sie transportieren das ständig weiter, sodass man den Eindruck haben könnte, es sei wirklich nur ein Museum. Das ist es nicht. Aber Rechtsstaat hat eben auch Geschichte. Und Geschichte kann ich in einem Museum nun erstmal besonders gut zur Geltung bringen. Ich kann aber darüber hinaus auch neue Plattformen schaffen. Und so ist das Forum Recht auch gedacht. Dialogplattform, damit auch von außen auf dieses Wissen, auf die Forschung zugegriffen werden kann. Zeigen wir also, dass es ausreichend Gründe gibt, wieder Vertrauen in unseren Rechtsstaat zu haben und das Forum Recht weiter zu begleiten. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Esther Dilcher war das nochmal für die SPD-Fraktion. Und der letzte Redner ist Carsten Körber aus der Unionsfraktion. Und es geht noch einmal um die Stiftung Forum Recht. Wie gesagt, ein Diskussions- und Dokumentationsforum, das in Karlsruhe errichtet werden soll mit einer Dependance in Leipzig und wo das Thema Rechtsstaat und Recht und Demokratie thematisiert werden sollen. Der bundeseigenen Stiftung Forum Recht. Und ich persönlich, ich freue mich sehr, heute für meine Fraktion hier sprechen zu dürfen. Denn ich sehe in der heutigen Debatte eine große Stunde des Parlamentarismus. Das mag vielleicht etwas pathetisch klingen, mögen Sie denken, aber ich bin der festen Überzeugung, dass diese Debatte hier und heute eine besondere Debatte ist. Warum? Erstens. Der vorliegende Gesetzentwurf kommt aus der Mitte des Parlaments. Das Forum Recht ist also ein Parlamentsprojekt. Und zweitens, dieser Gesetzentwurf wird inhaltlich von 5 der 6 Fraktionen hier in diesem Hause getragen und das 3 Oppositionsfraktionen. Die Idee der Regierungskoalition unterstützen, das ist selten in diesem Hause und das zeigt die Bedeutung des Parlamentsprojektes Forum Recht. Und in den letzten Monaten haben wir in den verschiedenen Gremien und auch hier im Hohen Hause viel über das Forum Recht gesprochen. Und jetzt kommen wir endlich zu dem Punkt, wo das Forum Recht Wirklichkeit wird. Und an dieser Stelle sollen wir vielleicht auch mal innehalten und die Frage stellen, woher diese Idee überhaupt kommt und was überhaupt die Voraussetzung dafür war, dass wir heute diese Debatte überhaupt führen können. Und da muss ich natürlich nach Karlsruhe blicken. Vor gut, Kollege Wellenreuther hat es schon angedeutet, vor gut 15 Jahren gab es in Karlsruhe die Idee, sich zur Kulturhauptstadt Europas zu bewerben. Und dabei entstand erstmals die Idee eines Forum Recht. Und nachdem die Bewerbung leider nicht erfolgreich war, verschwand die Idee für viele Jahre erstmal wieder in den Schubladen. Und 2016 wurde sie wieder hervorgeholt. Diesmal wahrscheinlich allerdings mit mehr Erfolg, als die Initiatoren sich das damals vorgestellt hatten. Damals gründete sich dann der Initiativkreis Forum Recht in Karlsruhe. Die Keimzelle des zivilgesellschaftlichen Engagements. Und über die letzten Jahre hinweg haben viele Menschen sich dort in ihrer Freizeit engagiert und eine Idee weiterentwickelt und auf eine ganz bewundernswerte Weise hervorgebracht. Eine Idee, die letzten Endes am Küchentisch geboren wurde. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön sagen. Ein Dankeschön an all die Aktiven in Karlsruhe. Ohne ihr Engagement wäre diese Debatte heute im Hohen Hause nicht möglich. Doch damit nicht genug. Aus dem Karlsruher Initiativkreis heraus hat sich vor kurzem auch ein Förderverein Forum Recht gegründet. Das nenne ich Zivilgesellschaft at its best. Und jetzt habe ich eine ganze Zeit über Zivilgesellschaft gesprochen, aber lassen Sie mich bitte noch den Blick auf einen weiteren Aspekt werfen. Die Idee aus Karlsruhe wird nun zu einem wahrhaft gesamtdeutschen Projekt. Das Forum Recht wird an 2 Standorten entstehen, einmal in Karlsruhe und einmal in Leipzig. So wie wir bedingt durch die deutsche Teilung 2 Städte des Rechts auch in Deutschland haben. Der Sitz der Stiftung und auch der Hauptsitz des Forum Recht werden in Karlsruhe sein. Einen Standort wollen wir in Leipzig errichten. Und ich glaube allerdings an diesem Punkt sollte ich auch noch was klarstellen. Wir haben im Deutschen Bundestag am 18. Oktober vergangenen Jahres erstmals über das Forum Recht debattiert. Und nach dieser Debatte haben wir ebenfalls mit einer großen überfraktionellen Mehrheit beschlossen, neben dem Hauptsitz in Karlsruhe noch einen weiteren Standort in Ostdeutschland, zum Beispiel in Leipzig, einzurichten. Und inzwischen, das wissen wir alle, ist die Entscheidung für Leipzig gefallen. Und ich kann natürlich verstehen, dass diese Entscheidung auch in Karlsruhe vielleicht auch für Irritationen gesorgt hat. Aber es gibt dort die Sorge, dass auch die Kosten für Leipzig zu Lasten von Karlsruhe gehen könnten.
Aber da möchte ich ganz klar sagen, wenn wir uns als Parlament bewusst für einen weiteren Standort entscheiden, dann werden wir natürlich auch dafür sorgen, dass dieser Standort ausfinanziert ist, und zwar nicht zu Lasten von Karlsruhe. Und jetzt erwarte ich auch von denjenigen, die da vielleicht noch etwas kritisch und unsicher waren, dass sie selbstbewusst und offen auch in den produktiven Austausch mit Leipzig treten. Denn sie haben allen Grund, selbstbewusst zu sein, hier in Berlin, aber ganz auch gewiss in Leipzig weiß man um die Verdienste der Aktiven in Karlsruhe. Und man weiß, was ihnen zu verdanken ist. Machen Sie jetzt gemeinsam etwas Großes daraus. Ich freue mich zu sehen, dass auch in Leipzig das Forum Recht nicht im luftleeren Raum existiert. Auch in Leipzig stehen die Zivilgesellschaft, die juristische Community fest hinter dieser Idee. Der Freistaat Sachsen, die Stadt Leipzig, aber auch die Leipziger Universität ziehen hier gemeinsam an einem Strang. Wie in Karlsruhe beginnt sich jetzt das Forum Recht auch in Leipzig zu formieren. Ich glaube, dass wir gemeinsam den Beginn einer ganz besonderen Institution erleben. Lassen Sie uns gemeinsam das Forum Recht zu einem Erfolg machen. Vielen Dank. Carsten Körber für die Unionsfraktion, der letzte Redner in dieser Aussprache zu einem Gesetzentwurf aus den Fraktionen der Union, der SPD, der FDP und der Grünen. Und auch die Linken sind im Großen und Ganzen für diesen Gesetzentwurf, zumindest für die Stiftung Forum Recht, in der über Rechtsfragen, Rechtsstaatsfragen diskutiert werden soll, wo Kommunikation darüber stattfinden soll, was eben kein reines Museum sein soll, sondern auch ein Forum, um den Rechtsstaatsgedanken weiter voranzutreiben und durchaus auch zu hinterfragen. Jetzt sehen Sie, wenn Sie in die Runde gucken, bei dieser Abstimmung tatsächlich alle Fraktionen außer der AfD für die Beschlussempfehlung hier zu dem Vorgang aus dem zuständigen Ausschuss. Jetzt gibt es gleich die Schlussabstimmung, die der Bundestagsvizepräsident Friedrich hier aufruft. Dazu erheben sich die Abgeordneten und auch da sehen wir, dass alle aufgestanden sind, bis auf die Mitglieder der AfD-Fraktion, die diesen Gesetzentwurf und auch diese Stiftung ablehnen.